Entering the Cataract. Oder wie man das jetzt auch aussprechen mag. Wir haben also endlich mal wieder Custom-Namen. Beziehungsweise Custom-Namen, die man auch während der Entrance ins Level sagen kann. Ist das nicht schön? Oh Mann. Wunderschön. 145 Gegner, ja, die fangen direkt richtig an. So, wir haben noch keinen Rucksack, weshalb wir nicht so viel Munition mit uns mitführen können. So, dann geht hier mal alle schnell tot, bitte. Oh, du vor allem. Du vor allem, ey. Oh, ich hänge hier ein bisschen fest. Naja. Ja, da unten ist ganz schön was los. Eieiei, ey, hier ist echt überall was los, ey. Nicht schlecht. Die Qualität dieser Levels ist wahrscheinlich echt... So, wahrscheinlich das bis jetzt Beste von diesen ganzen Watts, die ich in der Top 100 Liste bis jetzt so gespielt habe. Hektisch und völlig kompromisslos, und mit ganz schön brutalen Imps. Ich meine, die schießen die Schüsse von den Barons, was zur Hölle. Ich glaube, wir müssten hier auch sogar... Ja, hier haben wir einen Kick. Ich glaube, den Kick, den hätte es schon bei der, bei einer anderen Watt von denen gegeben. Aber da hat der irgendwie bei mir nicht funktioniert. Aber, für die Watt habe ich eine Version gefunden, die wirklich an moderne Sourceports angepasst wurde. Damit es dort auch funktioniert. Aber muss sagen, die haben mir echt ganze Arbeit geleistet, auch hier. Mit dem Licht und allem. Das sieht echt schick aus. Ach du. Ja, hast du dir verdient. Wer mich so mit einer Rakete von der Seite anballern möchte, hat es echt nicht anders verdient. So, dann geh du mal auch bitte drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Hä? Na, komm schon. So. Macht das sonst irgendwas? Nee, dann muss ich jetzt mal mich hier beeilen. Oder vielleicht doch nochmal zurückgehen. Ohne einen Anzug ist das ganz schön kacke. Aber es liegt ja eigentlich auch Leben rum. Ah, nice. Das ist natürlich wieder cool. Jetzt geht's mir wieder gut. Sogar richtig gut, ey. Dann, was machst du denn? Keine Ahnung. Ach so, du... Das bringt mich nur nach oben, dieser Schalter. Ja, gut. Gut, gut. Irgendwas wurde aktiviert, als ich da draußen war. Hä? Überall gehen Dinge auf und wieder zu. Noch mehr.
Hab ja nicht schon genug von diesen Dingern und da oben liegt ja glaub noch mal eins. Ich würde jetzt nur mal sehr interessieren, wo ich hin muss. Diese Levels haben durchaus ein etwas komplexeres Design. Das hier ist was Permanentes, okay. Ich höre doch immer Türen aufgehen. Aber das ist da hinten. Was haben wir denn hier noch? Waren wir hier schon? Ja. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Und hier komme ich noch nicht rein, wegen keine Karte. Da hinten ist irgendwas, aber... Ah, guck mal. Hä? Ah. Die haben übrigens 6 Secrets. Oh Gott, ey. Die finde ich niemals alle. Ich bin nicht so gut im Secret suchen. Vor allem, wenn ich nicht mindestens ein Ding habe. Einen... Na, wie heißt jetzt? Eine Automap. Hier war doch noch das hier. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas tun. Komm ich hier irgendwo? Ne, da geht's nirgendwo rein oder so. Ja. Haha. Jetzt ist guter Rat teuer. Da hinten ist nichts mehr zufälligerweise aufgegangen. Ich glaube ja nicht, weil... Nee, das sieht man schon auf der Map. Da ist niemals was. Dann habe ich jetzt echt keine Lust, da nochmal rauszurennen. Raus, ich meine da rein. Weil es tut durchaus Schmerzen tun. Ich renne nochmal ganz zurück an Anfang, weil da sind ganz viele Monster und die machen ganz schön viel Lärm. Also muss hier irgendwas sein, oder? Was ist eigentlich das hier? Was soll das eigentlich? Man fährt hoch, nur um wieder runter zu fahren. Also hier geht's jetzt doch noch ein bisschen weiter. Hier war nur der Anfang, nicht wahr, oder? Kein versteckter Alternativweg, schade. Da muss ich wohl oder übel da reinspringen. Aber sonst ist hier gar nichts. Aber mal gucken, was auf der anderen Seite noch so ist für mich. Hallo. Sonst nichts, okay. Na, dann warte ich erstmal, bis ich wieder nach oben fahren darf. Jetzt ist echt guter Rat teuer, ey. So, hier waren wir jetzt eigentlich echt überall. Ah, ne, hier. Oh Gott. Falsche Waffe draußen. Ich brauche die doppelläufig, egal. Immer schön gegen den Typ pressen, dann kann er seine Dinger nicht spawnen. Sehr schön. Aber außer Gegner ist hier nichts. Dann Aufzug nach oben. Auf der anderen Seite haben wir sowas nicht. Ich übersehe hier wahrscheinlich wieder irgendwas total Offensichtliches. Hey, eine Sache. Na, dahinter ist leider nichts. Okay, schade. Schade, Schokolade.
Gate ist auf der Map, aber was bringt mir das? Da kann ich auch nur mehr Schmerzen verursachen. Das hier macht nur das hier. Hier war das Secret. Da hinten ist auch noch ein Teleporter, aber da bringt mir nichts. Wir müssen das hier irgendwie runterbekommen, damit wir da hoch können. Ist natürlich die Frage, wie man das jetzt anstellt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, wenn ich mich beeile. Nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich muss einfach rausfinden, was das hier tut. Aber vielleicht hat das hier auch schon das hier runterfahren lassen oder hoch. Ja, ich denke mal, ich breche ab und suche ein bisschen rum, bis ich was gefunden habe. Okay, also ich bin jetzt ewig lang rumgerannt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ja die gelbe Karte schon habe. Und dann, ich hab einfach gedacht, hä? Wo habe ich diese Karte denn eigentlich mit der bekommen? Weil ich es einfach nicht mehr wusste und es war mir so ein Rätsel. Dann habe ich ganz kurz in die Aufnahme geguckt. Und die Karte war tatsächlich hier. Ich habe mich so sehr auf den Kampf mit den anderen beiden konzentriert dort. Also mit dem Pain Elemental und dem Schrotflint-Typ. Ich hab's nicht bemerkt und dann war halt unten dieses Zeichen total unauffällig da. Ich merke gar nichts. Ist mal wieder typisch, ey. Heieiei. Und der hier möchte mich killen. So sehr, dass er sich selber in die Luft jagt. Das nenne ich doch mal Einsatz, ey. Aber dieser Raketentyp, ey, der füllt da eigentlich eine recht gute Position, ey, aus. Weil der ist ganz schön gefährlich. Und bis jetzt, ja okay, sagen so, Raketen haben ja schon die Revenants geschossen, aber die richtigen Raketen, so wie die auch vom Cyberdemon, die hat noch niemand geschossen, außer der Cyberdemon. Also zumindest kein normaler Gegner. Kein kleiner Gegner, den man auch mal so verwenden kann. Na komm, treten wir ein bisschen. Genießen wir mal diese schöne neue Animation. Ja. Komm, stalpen wir den. Bäm! Mann, hier tut es weh. Hä? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Uns fehlen noch so viele Gegner, aber da steht schon Exit. Da steht halt echt schon Exit, ey. Ich will aber wissen, ob da noch was ist. Nee. Krass. Ah ja, jetzt habe ich durchaus viel zu lange für dieses Level gebraucht. Aber okay, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.